Laser, Laser ist ein Muss. Ja, es hilft dir immens. Ganz im Ernst. Du gehst so schnell rein in den Scope, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ohne den Laser kannst du gar nichts machen. Ich spiele so, wie Salva mir sagt. Ja, alles gut. Wieso? Laser ist verdammt wichtig. Aber den Laser immer mit ZV. Eisbinden. Mit den Langbogen, wie gesagt, allgemein auf ZV und Geschossgeschwindigkeit machen. Ja, aber die ist leider nicht One-Shot, ne? Was für ein Laser machst du drauf? ZV. Das müsste der erste sein, oder nicht? Ja, mehr ZV-Geschwindigkeit. Danke, Beppo. Nein, nicht immer denselben. Nein, nicht den ersten, sondern du musst sie ganz genau achten. Welchen, Bibi? Es ist keine drauf. Ja, da es müsste die Vorteile stehen mit ZV. Zielvisier, Vorteil. Ja. Ich habe einen freigeschaltet, der hat das Zielstabilität ZV-Geschwindigkeit nach Sprint-Schuss. Ja. Den? Ja. Genau den. Das muss ich nochmal machen. Wenn du ihn etwas gelevelt hast, dann beim Schaft den kurzen Schaft nehmen. Den kurzen Schaft. Ja, ist die Kurzfigur Gold. Wir schmarrn sie gerade auf Gold. Warte, ich guck mal. Kurzen Schaft. Schaft. Ja, Salva, was hast du gestern noch auf Gold gemacht? Frag nicht. Frag nicht, Bebo. Frag nicht. Das Spiel. Das ist. Nervt mich einfach nur ultra. Tja, wir waren bis 2:30 oder so. Bist du wieder krank geschrieben, Kim, oder? Ich hab Urlaub die ganze Zeit. Ah ja, richtig. Doch, Scheiße, die bleibt bis 3 und dann geht's die Arbeit. Wie war es bei dir auf der Arbeit? Ging's aber? Ja, es ging. Ich hab mit meinem Chef gesprochen, wobei ich wusste, dass nichts bringt. Ja. Es war so halb. Er hat zugehört, er hat auch verstanden und... Er hat einfach nur gesagt, ich glaube nicht, dass es wegen der Arbeit ist. Sie können ja nie sagen, dass es wegen der Arbeit ist. Wobei, er hat aber manche Vorschläge gemacht, die okay waren. Na, wenigstens das. Übermorgen. Hast du gesehen, Kevin, beim Geburtstag? Nee, ich habe nicht in die Gruppe geschaut. Die meisten haben nur Samstagszeit, das heißt, wir machen es Samstag. Was schade ist, weil dann kannst du ja nicht dabei sein. Nein, da bin ich schon. Ja. Warte. Ja, da bin ich auf einem Geburtstag. Ja. Was für Ideen hatte dein Chef denn? Dass ich mich mehr offenlege mit den, was mich stört und dass ich das auch kritikfrei äußern kann, überall bei der Marktleiter. Ist trotzdem riskant, ne? Nicht wirklich. Er sagt, er klärt die anderen Leute von der Marktleitung auf und sagt, es ist besser, dass du die Sachen von dir abwirfst, anstelle sie für dich zu behalten. Stimmt. Es hat keinen Sinn, dass du dich für die Arbeit kaputt machst, weißt du? Ja. Das ist dumm. Übermorgen habe ich ja mein Polizeiexamen. Und? Glaubst du? Ich gehe souverän rein und sage einfach, wenn es klappt, dann klappt es. Wenn es nicht klappt, dann klappt es nicht. Du kannst ja nochmal versuchen. Ja, das sowieso. Aber es ist halt immer ein Jahr warten. Na, das ist das Dumme. Aber ich gehe einfach mal rein und versuche abzuliefern. Ich glaube an dich, Beppo. Also du bist nicht dümmer als die anderen.
das kriegst du hin. Wann hast du gesagt, ist es am Donnerstag? Mittwoch. Mittwoch. Und dann denken wir alle sehr stark an dich. Wir drücken dir dann die Daumen. Nicht wahr, Bibi? Der ist konzentriert. Er hat gar nicht zugehört. Ich sehe es ihm im Gesicht an, aber deswegen mache ich das mit Absicht. Der wird noch weiter die LMGs machen. Es ist schlimm, dass er uns einfach ignoriert, wa? Wir brauchen schon auch anderen Golf hier, besser durch den Dach zu kommen. Ich bleibe noch nicht mehr noch bis 10, bis zwischen 10 und 11 ab. Den mir, Gesundheit, ja. Ja, für mich geregelt Schlaf auch zu. Die war noch bis 5 Uhr mit mir im Büro und ich war eigentlich um 4 Uhr fertig. Und mir dann hätten sie wenigstens ein bisschen Zeit geholt. Ja, nur Zeit geholt. Mein Chef hätte gesagt, Kim, du musst dir das organisieren und ich würde dann halt weniger zocken. Und dann fand ich cool von tun zu tun. Unser Alker ist nur Psycholog fertig, Spaß, kannst du ruhig den Tag drauf und mal drüber schwätzen. Ah, du gehst bei Psycholog noch? Ich soll mal Psycholog drüber schwätzen. Ja, ich muss diesen Schritt auch noch gehen, aber. Ja. Ich empfand das persönlich nicht schlimm, weil ich bin der Meinung, ein Mensch braucht Psychologe, wenn man dem schwätzen kann. Ich empfinde es nicht was Schlimmes, aber meine Eltern empfinden es als krasses Tabuthema. Und das habe ich im Kopf, weißt du? Ich höre nicht, dass mich schlimm die Leute, die sich nicht Hilfe lösen, wie die Leute, die probieren, sich Hilfe zu lösen. Das stimmt. Ich gehe den Schritt bestimmt irgendwann, aber momentan kann ich ihn mental noch nicht gehen. Boah, muss ihn auch gewollt sein, du in der Zukunft, weil so, falls du in der gehst, gezwungen und du schwätzt nicht mit dem, dann hilft das nach Mama. Genau. Aber mein erster Psychologe hat mich halt übelst krass hintergangen. Der hat halt, ich habe ihm alles erzählt und danach hat er meine Mom reingerufen und meiner Mom alles erzählt. Alles. Wir waren zu Hause, ich habe so Kloppe bekommen. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ja. Wie hast du überhaupt zugehört? Nicht ganz, man hört, ich war gerade in meinem Game. Beppo macht am Mittwoch sein Polizeiexamen. Was, du willst ein Bulle werden? Mhm. Nein. Doch, und am Mittwoch hat er sein Examen und da musst du Daumen drücken. Darf ich euch was sagen, Ladies and Gentlemen? Was? Also, Nee, wenn du jetzt sagst, dass du alles auf Gold hast, stehe ich auf und ich gehe weg. Guck dir mein Gesicht an, mein Gesicht lügt nicht. Er hat alles auf Platin. Guck dir mein Gesicht an, Salva. Ernsthaft? Ich habe alle Sturmgewehre auf Gold. Ich hab Bibi! Alle MPs habe ich auf Gold. Alle MGs habe ich auf Gold. Alle Snipers habe ich auf Gold. Mir fehlt jetzt nur noch die DMRs und die Shotguns. Und die Pistolen. Und die Messer. Und den Granatlauncher. Ah ne, den hast du auf Gold, oder? Den hab ich auf Gold. Nein, den Granatenlauncher habe ich noch nicht auf Gold. Mir fehlt da diese Ding. Den habe ich aber schon auf Max Level, das ist das Wichtigste. Gut, das sind nur 6 Level. Aber ich sag euch viel Spaß, Mann, wenn ihr den LMGs hier auf Gold machen wollt. Da gibt's eine LMG, die ist richtig geil und ich glaube, das wird auch meine Main-Waffe sein. Das ist die
Die Holger. Die Holger 26. Die rasiert einfach nur alles. Und das ist die Meta. Das ist die Meta. Bibi, hör bitte auf zu reden. Das ist die Meta. Du dekonzentrierst mich so übertrieben. Jetzt bin ich gerade dabei. Eben die MS-Kills, Leute mit geringer Gesundheit. Die. Ich mache jetzt erstmal eine Pause. Ich pack's nicht mal diese LMGs, haben mich fertig gemacht. Was? Marcel, spielst du sie nicht auf Gold alle? Ich spiele nur die Waffen auf Gold, ich regelmäßig spiele nur die anderen Robots, das ist mir scheißegal. Hör auf, der Marcel regt sich jetzt schon auf mit den normalen Waffen. Hm, warte mal, bis er da nicht reinschaut. Wisst ihr, dass er seinen Controller kaputt macht? Oh, Beppo, ich hatte vorhin eine Daily. Ich musste mit einer Sekundärwaffe 3 Headshots machen. Frag Salva, ich bin verzweifelt. Hab ihren Scharfschützen erledigt. Ich bin den Leuten mit einer Pistole hinterhergelaufen. Nee, ja, das ist auch eine scheiß miese Ding, Mann. Das ist echt mies. Ich bin übelst verzweifelt. Aber ich hab's geschafft. Magazin wechseln. Sehr schön. Ich bin stolz auf dich. Ich hab Salva genervt. Wechsel Magazin. Ich glaube, ich habe alle. Kommt jemand noch Party? Ja, wir haben schon noch. Ach ja, Bippo, ich habe mir Monster gekauft wegen den Codes. Ja. Wenn ich die Monster nicht trinke, dann gebe ich dir die. Nee, aber. Also die Loco, die ist gut. Also die weiß. Ich habe die genommen. Ja, die Loco schmeckt nach Fruchtlimonade. Nein, das ist Mango. Ja, ist Mango. Die trinke ich auch, die schmecken gut. Mein. Die weiße, die trinke ich nur beim Fitness, weil die ist übelst gut für Fitness. Und dann weiß man, ob ich mal 2 Stück nur gekriegt. Das ist aber Zero. Ja. Ist ohne Zucker. Hat einen speziellen Geschmack, nicht jeder mag ihn, aber ich finde ihn eigentlich gut. Ich habe die Dose geguckt und ich dachte so, ah, voll die hübsche Dose, habe ich Zero gelesen, war ich so, nö. Loco. Was sind da für Codes? Für 4 Skins, also du kriegst 2 Character Skins, einen Waffenskin und einen Sticker für die Waffe. Ein Code Sticker. Du brauchst 10.000 Dosen für oder reicht dir eine Dose? 4 Dosen für die normalen Belohnungen und kannst 150 weitere Dose für 15 Minuten Double XP. Das ist aber gelogen, Beppo. 4 Dosen braucht man nicht. Ich habe mehr als 4 Dosen angelegt. Ich habe bis jetzt noch keinen Skin bekommen. Doch, das müssen die ersten sein, die du freischaltest. Nein. Ich krieg dann nur Doppel-TP-Token, also die... Okay, dann kann es vielleicht sein, dass es nur zählt, wenn du die 4er-Packs nimmst. Ich hab 4er-Packs genommen. Was ist der Unterschied zwischen 4er-Pack? Der Inhalt ist immer noch der ein und derselbe. Nee, die Codes sind anders. Ja. Weil ich hatte was gelesen, dass die 4er-Packs andere Codes haben wie die normalen. Ja, wow. Achtung. Gibt man das ein? Du hast die Internetseite auf der Dose. Da gibst du den Code ein, da musst du dich anmelden und dann kriegst du noch einen Code und den musst du dann auf der Call of Duty Seite eingeben. Aber sie hat nicht mal die Daten. Warte, ich geh mal die Dose holen. Kevin, willst du meine Eistee? Ich hab sie festgehalten. Der arme Kevin. Wir haben 2 Zielobjekte gesichert. Ja. Achtung. Mensch. Junge. Was machen Sachen?
nicht da bist, bin ich Spider-Man. Die Wolfsgranate gebaut. Ja, ja. Deswegen komme ich so spät ins Bett. Ich bin dabei, Gotham City zu retten. Ah, ne, er ist nicht Gotham City. Scheiß. Ja, Gotham City ist nicht New York. Da war einfach mal das Falsche. Ich hab so hart reingegrindet, dass ich, krieg die Dose nicht mehr auf. Dass ich bei Waffenkammer alles freigeschalten habe. Das ist so hart. Was? Dann wartet der Wichser auf mich. Oh mein Gott, Beppo! Ja? Das ist purer Zucker! Ja, das ist definitiv purer Zucker. Das gibt pure Energie. Es schmeckt wie die Gönnergy, die Orangen. Achtung! Junge! Es schmeckt wie die Gönnergy. Gegner hier, die spielen so, als wären sie Bots, aber die warten, dass du zu ihnen läufst, um dass sie dich abschießen. Wenn ich sie nicht trinke. Ne, es war mir eindeutig zu teuer, um die jetzt nicht zu trinken. Die schmeckt aber. Oh. Ja, ich fange jetzt nicht mit sowas an, weißt du. Ja, ja. Ja, aber da ist echt ein Zuckerschock, ohne Scheiß, da gebe ich dir recht. Das ist okay, echt extrem. Ich versuche das jetzt mal irgendwie rauszufinden, wie das geht, okay? Ah, Junge, der klaut mir einfach den Kill so. Achtung. Melde dich als erstes auf der Call of Duty-Seite ein. Wenn du deine Zugangsdaten weißt, natürlich. Ja, für die. Hast du deine Zugangsdaten für die PlayStation? Ja, die habe ich im Kopf. Genau, die musst du. Da musst du dich über die Call of Duty-Seite mit der PlayStation-ID anmelden. Registrieren, ja. Meinst du, oder wie? Nicht registrieren, anmelden. Du Wichser, dann wartet der einfach. Granate. Achtung! Ich wäre schon längst fünftes Prestige oder so. Ich habe so viele Punkte gesammelt. Das war normal. Du nicht als Einziger, Salva, würde ich sagen. Wie bitte? Du nicht als Einziger. Nee. Es wären sehr viele schon Prestige. Prestige, was auch immer. Aber schau dir mal bitte meine Bestenliste an, wie viele Punkte. Und dann? Das heißt trotzdem nicht, dass es nicht besser. Wenn du mal so rechnest, pro Prestige sind um die 50.000 EP oder 60.000. Bibi, das heißt aber nicht, dass es nicht bessere Leute gibt als you. Ja, das sage ich ja nicht. Alter, ich werde die Dose jetzt ständig trinken, ne? Ich habe jetzt den Geschmack. Ist Beste drin. Meine Mutter wird dich verfluchen, Beppo. Hast du wieder einen neuen Scheiß? Der ist ja noch größer als der von vorhin. Ich hab auch meine Dose. Ah, warte mal, meine Kamera mal anmachen. Meine Mom wird dich so hassen, Beppo. Ich werde dich so ans Messer liefern. Okay, ich habe auch eine. Jawohl. Ich hab mittlerweile 28... sind schon registriert. Ja, ich habe 4, Mann. Also ich habe 4 hier stehen, das ist die erste. Wie lange dauert das, bis dieser Code ankommt? Danke. Er ist schon da, normal was. Das war in meine Spam. Scheiße, ich muss Ding spielen. Jetzt muss es doch funktionieren, oder? Ich muss Core spielen.
ich mein Passwort vergessen, 3 Sekunden. Ach ja, gib deinen Dosencode ein. Oh mein Gott, das ist jetzt nicht... Ja, bist du wieder blind? Da kriegst du die Zahlen nicht gelesen. Ich krieg die Zahlen nicht gelesen. Er kriegt das hin, warte. Ist deine Kamera schief, Peppe? Oh ja, die ist etwas krumm. Ich dachte schon, ne? So waren die Kamera. So, was? Ja, sicher. Und dann läuft er mit der Homo-Flagge rum. Wir nehmen Charlie ein. Charlie gesichert. Du legst dich nicht nochmal. Muss nachladen. Soll ich euch sagen, was ich gerade fertig gebracht habe? Was? Ich habe das abgebrochen und es ist in die Dose gefallen. Ja. Und deswegen musste ich jetzt die ganze Dose umschütten in ein Glas. Das kann auch nur dir passieren, ey. Dafür trinke ich sie mal leer zuerst. Ja, einen guten Durst, ne? Alter, ich bin so dumm. Ich fand's lustig. Oh mein Gott. Wie dumm kann man sein, Kim So, ja. Nein, ich bin so dumm. Was machst du jetzt mit dem hübschen Code, wenn ich ihn eingegeben habe? Dann musst du auf die Belohnungen drücken, dann siehst du, was du schon eingelöst hast. Weil das leuchtet dann weiß. Ihr hässlichen Menschen, Alter, wozu spielen wir dieses Spiel, wenn ihr diese scheiß Mark nicht einsammelt, Mann? Ist ja echt alle anti-behindert, Alter. Halt, müssen wir dann immer da. Hm? Ich hab ne Beppo, Baby. Wie? Halt, müssen wir dann immer da. Dann trägst du drauf, weil dann können dein Fenster, wo dann immer Code geht, mit deiner Internetzeit. Okay, dann muss ich schnell in Kakoda gehen. Genau, dann geht er auf dein Account. Wie oft muss ich mich ja noch anmelden, Mann? Junge.
Was gab's für ein Skin? Ich bin immer noch dabei, weil ich mein Passwort nicht. Das ist belastend. Oh wow, Cool Savage ist in COD drin. Oder kommt bald rein. Ich schluck hier diesen Ding jetzt gleich runter. Cool Savage kommt rein. Als Operator ist genau. Ja, ich denke. Experience unlocked, seht euch die Highlights vom geheimen Konzert von Cool Savage auf der Multiplayer Map D-Rail in Berlin an. Achso, okay, ich dachte, kommt als Skin. Cool Savage XMB3. Ich würde feiern, wenn sie nochmal den Snoop Dogg Skin reinbringen. Der ist doch. Warte mal. Momentan ist der nicht drin, es ist nur die Nikki drin. Ich hab XP freigeschaltet. Gut. Und jetzt habe ich mein Ding für. Ja, die IP ist, die kriege ich auch andauern. XP, Bibi. XP. Wir kontrollieren zwei Zielobjekte. Scheiße! Ja, die haben mich. Das heißt, ich muss jetzt übertrieben viele Dinge da saufen. Bitte. Ja, die wollen, dass du Überzucker bekommst. Nee, also dann fällt das wieder in die Dose. Ich mach's ganz anders. Ich mach das Ding auch ganz normal. Und dann knicke ich es bis nach vorne und dann drehe ich die Dose um, dann kann ich das lesen. Perfekt. Ja, und dann gehst du ins Geschäft und klaust überall die Apps. Genau. Ist stehen auf so einmal 100 offene Dosen. Salva war da. Was mit mir? Wir reden gerade darüber, dass du ins Geschäft gehst und dann jede Dose aufmachst und die Code nimmst. Nein, die stehen da 100 verschiedene offene Dosen. Das zählt nicht. Weil du musst zum Beispiel die Dose gekauft haben. Damit ja, die musst du durch die Kasse. Ja, ansonsten sehen sie nicht. Wie ekelhaft. Und was, wenn jemand die Dose klaut und sie mir schenkt? Ja, dann auch nicht. Bringt gar nichts. Ja, ich hab ja nicht geklaut. Warum? Unter Beschuss! Du Ekel. Betäubungsgranate geworfen. Auge um Auge. Bin ich den Typ jetzt über die halbe Map gerannt, um ihn zu erschießen? Wie ich vorhin mit der Pistole. Das morgen, Kevin. Ocean? Nee, dann überlebt er es. Ich weiß nicht, ob meine Karte geht. Du kannst auch mit Marcel spielen, wenn du willst. Und Gecko. Oder willst du alleine spielen? Ich will alleine spielen, aber vielleicht willst du halt mit Marcel oder Beppo spielen. Spielt Kevin in Hardcore-Modus? Kevin, spielst du in Hardcore-Modus? Ich spiel die ganze Zeit Hardcore-Modus. Feindbeschuss! Also Kevin sagt, das kann man machen, wenn du willst, Marcel. Aber ich mach mir jetzt erstmal zu essen und dann...
habe heute einen echt coolen Rucksack gefunden. Ich wollte mir den kaufen, aber ich habe es nicht gemacht. Aber dann war einfach nur ein Pikachu hintern drauf. Das ist Pikachu von hinten. Und da muss ich an Brendan denken, weil der gesagt hat, ist das das Mädchen mit dem Pikachu-Rucksack. Dachte ich mir, wenn ich mir den kaufe. Wenn ich mir den kaufe, dann hat Brendan was zu erzählen. Ja. Aber wäre teuer, deswegen habe ich ihn nicht gekauft. Leider. Es gibt eine Pokémon-Tastatur. Echt? Mhm. Ich hab Pikachu-Kopfhörer. Razer hat nämlich eine Kollektion für Pokémon, ein Kerl. Ja, guck hier. Oh, oh. Du kriegst ja auch da Kopfhörer für Pokémon. Das sind sie. Ja, die sind von Razer. Ich hab die, glaube ich, einmal benutzt bis jetzt. Ich hab ja meine AirPods. Ja, aber der Rucksack war cool. Ich hab jemand hier in der Lobby, der heißt Guchke. Jetzt ist er gegangen. Nee. Und jetzt hab ich Crisp. Ich bin aber hier. Und der eine Typ nennt sich Keller. Mein Kind hat nicht mehr gereicht. Nein, er hat sein Alter angegeben. Der ist älter als ich. 1989. Aber ohne Scheiß, wirst du Bulle werden? Ja. Salva, er hat doch gerade geredet. Warum laberst du ihm rein? Was? Er hat doch gerade geredet und du hast ihm voll ins Wort geschrien. Wie jetzt einer Keller heißt. Ja, aber er hat geredet! Aber er hat geredet! Mann! Nein! Entschuldige dich und dann redest du. Bitte. Du kannst mich noch so doof angucken. Ich guck dich genauso doof zurück an. Was machst du jetzt, Beppo? Mit was spielst du jetzt Shotgun? Ja, noch immer Shotgun. Ich hab die zweite auch fast fertig. Aber momentan muss ich Core spielen, weil ich Gegner in voller Gesundheit töten muss. Ist das. Nicht in voller Gesundheit. Ah, ohne Schaden zu nehmen. Ich wollte sagen, volle Gesundheit kannst du ja auch bei Hardcore. Nur bei dieser Mission ist das in Hardcore, zählt es nicht, wenn du den Gegner mit deinem Schuss killst. Du musst mindestens 2 Schüsse haben. LMGs sind hart. Die LMGs sind echt hart. Der Bastard ist hier. Ich freue mich aber schon. Die sind als nächstes dran bei mir. Die LMGs? Ja. Yep. Nach den Pumpen. Die sind hart, Beppo. Bei Pumpen würde ich auch sehr schwierige Zeiten haben. Was? Kickt er mich einfach wieder ins Menü für die Waffe auszuwählen? Ich sehe ein Ziel. Vorhin, während dem Schießen. Ja.
Ich hab nix gemacht. Ja, bei mir war es auch jetzt so. Ich dachte mir so, hä? Was ist das, hä? Wo sind denn Abschlussdingen rot? Feindbeschuss! Bist du für Farbenblinde? Hä? Wieso ist. Ah, nee, weil ich. Ist, weil die sich gestackt haben. Nein, das ist trotzdem rot, warum? Ja, ich hab sie hier so eingesetzt. Aber warum ist es für die rot? Die müssten sich jetzt gleich. Ja, okay, ja. Ne, ich glaub, du hast vier Farbenblinde eingestellt, Kato. Ah, ja, richtig, ich hab Farbfilter 2 drin. Vielleicht ist Beppo farbenblind und wir wissen das nicht. Nee, Farbfilter 2 macht, dass die Gegner besser rauskommen. Und Beppo, sieht sie du besser. Weißt, dass du braun bist, oder? Ja. Ich heiße nicht Kevin und glaube, ich wäre grün. Ich wollte nur mal sagen. Was musstest du denn lernen für dieses Polizeiexamen? Da musst du gar nichts lernen. Fürs Polizeiexamen ist wie beim alten Staatsexamen. Du musst die luxemburgische Konstitution kennen, die Geschichte, ja. Kultur. Das heißt, hast du alles gelernt? Das weiß ich noch alles. Okay. Ja, dann viel Spaß, da musst du noch alle Paragraphen kennen. Mein Halbbruder ist auch dadurch. Das geht. Viele Gesetze habe ich selbst am Lab gespürt. Hast es ja herausgefordert, du Penner. Muss jeder Polizist die alle wissen oder gibt es ja. Noch eine Differenz? Ja. 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 Es gibt noch Unterschiede mit der Kriminalpolizei, die kann ja noch andere Gesetze. Was genau willst du machen? Also wenn du anfängst mir jetzt was zu kleben an mein Auto, nee, dann ich sehr pissig zu dir. Ich muss, am Anfang bin ich Streifenpolizist und ich möchte gerne zur Kriminalpolizei. Okay, weil wenn, also wenn du... Ein Schwarzer, der Kriminalpolizist ist, das ist ja... Das ist hart! Das ist hart! Das Bruder, der ist gefährlich! Rassistisch. Der ist gefährlich! Gefährlich! Das war echt rassistisch! Das war nicht rassistisch! Das ist verdammt selten! Bei uns in Deutschland nehmen sie, also München, nehmen sie keinen Spaß mehr. Ja, warum kein Wunder. München ist übelst rassistisch. Die haben, ich weiß nicht warum. Die haben mir versucht, ja einen Haftbefehl aufzubinden. Ah, wegen dem Ding, das stimmt. Aber warum? Mein Ding, Mann, Alter. Zeig ich auch noch nicht. Ich hab bis jetzt noch nie einen schwarzen Bulle gesehen. Nur oh, hier in Luxemburg gibt's ein paar. Ja, diese ja, in Amerika gibt es mehr als genug, das weiß ich, aber. Ich doch, doch. Das sind immer diese maskulinen Typen, die tätowierten. Stehe unter direktem Beschuss! Nein, die in den Blackham-Filmen sind keine. Was ist das überhaupt? Weil du hast ja keine weiße Weste. Normalerweise. Das ist, ich darf Verschiedenes drin haben. Was ich nicht drin haben darf, ist Drogenverkauf, Fahrerflucht, bewaffneter Überfall. Mord. Das abhängig. Mord ist abhängig. Was für ein Mord? Ah, wenn es die Schwiegermutter war, kann man es ja noch verstehen. Nee, es gibt den Unterschied zwischen Unfallsmord, zum Beispiel. Würde ich mit dem Stapler jemand umfahren und der stirbt dabei, das ist ja kein gewollter Mord. Wird das als Mord angesehen? Ja. Ist das nicht eher Totschlag nee. Körperverletzung mit Todesfolge? Ja, aber trotzdem, es fällt unter Mord. Es wird zwar milder behandelt, aber trotzdem. Ich finde es einfach nur heftig, dass es strenger bestraft wird, wenn du Geld hinterzogen, also Steuern hinterzogen hast, wie wenn du ein Kind vergewaltigt hast. Ja, natürlich, weil das eine ist ein Kapitalvergehen und das andere ist ein Sozialvergehen. Ich finde es trotzdem nicht in Ordnung.
Erstmal, was viele nicht verstehen, ist, dass das auf zwei verschiedene Gerichtshöfen passiert. Was hast du gesagt, Bibi? Gesagt, dann hätte ich doch eine Frau vergewaltigt. Dann hättest du mich sicher nicht. Der heißt Monkey Spencer. Komm, Spencer in der Fotze geht. Hm. Ich hab das Kevin. Ist keine Ratio. Willst du Monster Kevin? Nicht alles. Nur Schlückchen. Na, wo sind wir denn hier? Sind wir hier in Bangladesch, Mann? Hier, du darfst dran liefern. Okay, dann kriegst du nichts mit mich an. C. Kauf dir doch selbst. Da sagt er nicht mal. Ja. Kauf dir doch selbst deine Monster. Nee, wieso hab ich nicht durchgezogen? Morgen gehen wir Schuhe kaufen, dann kann er Monster kaufen. Kann er Monster trinken beim Schuhen kaufen? Ich brauche neue Schuhe, meine sind echt tot. Abepo, wir gehen morgen in Ocean, falls du nochmal was aus Candy Factory willst. Nein, da ist ein Störsetter, den brauche ich mit meinem Noob Launcher. Stellung kompromittiert. Den Bereich bestätige nächste Stellung. Bereithalten. Zielgebiet aktualisiert. Du legst dich nicht nochmal mit meinen Freunden an. Komm schon, Mann. Falsche Seite. Ich treffe. Nicht. Ist ein Stöß an der Hintergehege. Ah! Ja, Brudi, dann guck doch mal. Der steht in der Ecke zu kämpfen. Mein Tod gewesen. Nein! Das wäre mein Doppelkill gewesen. Du musst Doppelkills machen, ne? Ja. Oh mein Gott, du ekelhaftes Stück. Nein, wieso schießt du nicht auf den anderen? Dann hätte ich mein Doppelkill jetzt. Was, Kevin? Ach, Kevin. Nee! Es geht doch um den Spaß. Guck, könnte ich mich jetzt aufregen? Ja, es geht um den Spaß, Leute. Ihr könnt doch nicht immer heulen. Sing Kevin. Call of Duty. Es ist nicht Findet Nemo, okay? Sing Kevin den Fernsehen. Naja, aber echt hier, ihr seid immer nur am Heulen. Und die Schwitzi. Und du musst die Doppelabschlüsse in Korn machen, oder was? Nee, das ist wegen der tägliche. Ich habe mir eine Granate vor die Schnute geworfen. Wie viel Doppelkills muss ich überhaupt noch machen? Vor die Schnute hat er es mir geworfen. Wie liegt er denn? Noch 9 Stück. Das kannst du eigentlich auch hardcore machen.
Ja, das sowieso, aber weil ich sowieso in Chor unterwegs bin. In Chor ist es auch möglich, aber es ist halt viel schwitziger. Dann fehlt nur noch eine Pumpe. Viel Spaß, Pepper, mit den LMGs. Der wünscht dir sehr, sehr viel Spaß. Das werde ich haben. Die LMGs sind hart. Ich tue mir jetzt leid mit den ganzen DMRs. Das tut mir leid. DMRs fand ich so schwer. Betäubungsgranate! Granate! Weg! Führung genommen! Oh, du bist ekelhafter Deutscher Mann! Du wärst wahrscheinlich noch auf der Seite von den... Was? Siegfried. Er war nicht auf der guten Seite gewesen. Das nennt man Club der roten Bänder. Das sind die Krebskranken. Also in den 40er Jahren hat das was anderes geheißen. Auf Vox heißt das jetzt die krebskranken Kinder. Als ich den Titel einmal saß, dachte ich, können die das Ding so nennen? Ja. Glaubt nicht. Die Claim war doch gar nicht. Wo ist die Claim gerade neben mir gekommen? Magie du oder wie? Kleiner Wichser. Werfe Betäubungsgranate! Ich werde gleich zu Elotrix, wenn es so weitergeht, ja. Muss doch so kreischen im Bildschirm. Nein, ich fange an zu schreien. Turn off! Ich glaube, Elotrix ist ein Kitten im Gegensatz zu mir. Du verdammter Nuttensohn! Ich muss sagen, wenn ich allein wohnen würde, würde ich viel mehr schreien. Betäubungsgranate geworfen! Doch. Ich würde übelst krass viel schreien. Ich war nicht so, ich fick deine Mutter, du elender Hurensohn. Ich fick deinen Bruder und deinen Vater noch mit. Bin getroffen. Ich hab's doch nicht. Ausgeschaltet. Dieser Deutsche nervt mich. Deutsche sind scheiße, wie sie das? Noch ein Doppelabschuss, geil. Was? Er war angehittet. Wieso kriegt er mich da noch? Ich mag diese Map gar nicht mehr, Mann. Die Terminal überhaupt nicht mehr. Früher habe ich sie vermisst, so.
Aber das ist die einzige Map, wo ich nicht mehr richtig gut abschneide. Guck mal, ob das Stream nicht funktioniert. Mal was, ja. Ich zieh mir den von Kiki schon seit ein paar Stunden rein. Idiot! Augen auf beim Feuern! Nein, dann überlebt er 3 Schuss. Okay. Also ich muss ja sagen, jetzt wo Kiki mal ein vernünftiges Licht hat, sie ist echt nicht schön, ne? Ja, sie ist immer noch her, aber sie versucht mich immer noch zu kopieren, ne? Alleine das Verhalten. Wenigstens hat sie jetzt ein BH an. Was? Warum reagierst du nur auf dieses Wort BH? Ha? Wo sind Titten? Nein, das ist BH, ist auch Brüstungshöhe. Findest du das gut? Oder? Das heißt, du reagierst nur auf BH. Also, ich merk mir das. Ach, die geht jetzt offline. Ach so, okay. Aber ich habe nichts verpasst. Ich bin noch bei einem anderen drin. Der spielt was? Don't Starve Together. Unter Beschuss! Ich bin mal Kali drin, ich guck der Bad Daylight. Nein! Ich wusste nicht, dass. Ich laufe mit meiner Rose an den Waffe rum. Kevin guckt ja Möpse. Hunde? Es ist ja ein BH involviert, warum nicht? Nein! Was ich schwöre dir, Kevin. Kommt alles Postwenden zurück. Guckt ja nur BHs, keine Brüste. Ich guck ja auch nur die Typen angezogen, nicht ausgezogen. Ja, Doppelabschuss. Mein Schatz, habe ich schon in Core mehr Doppelabschüsse wie in Hardcore. Gott, diese Map hier ist so hell. Die Map hier ist auch nicht ideal, mit Pumpe zu spielen, aber trotzdem mache ich es. Komm, noch einen dritten, 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 Kimi. Oh. Haben wir gleich Gold. Stehe unter Beschuss. Ich bin so gewöhnt, wegen Kegen immer zu sagen, was ich gerade schicke, obwohl er gar nicht mit mir spielt. Der Kegen. Ah, den sehe ich am Samstag. Kegus, Dickus. Granate, zurück! Nein, lass mich schon leben. Der Schwalde. Nee. Geil, geil. Nein, hättest du mir jetzt nicht den Kill gelassen können? Noch eine Minute.
nicht, du bist so ein Ghost-Penner. Betäubungsgranate geworfen! Nein, kommt er mir entgegen, glaub. Ich hab nur reagiert. Ja, Kevin hat wieder einen autistischen Moment. Werfe Betäubung, stehe unter Beschuss. Ah, du bist so in da. Ich check's nicht. Nichts gegen Inder, aber diese hier mag ich nicht. Es gibt keine indische Map. Zu schnell gegessen, ey. Jetzt schluck auf. Oh, Marcel, dann du schluck auf. Ja, ja, schluck auf. Oh, mein Jö. Ich habe immer einen Arbeitskollegen, wenn ich gesagt habe, ich habe mir wehgetan. Was tut dir wehgetan, Kini? Was tut dir wehgetan? So, mein Schluckauf ist aber weg. Ich habe nie lange Schluckauf. Oh, Kini, jetzt Schluckauf. Kini, jetzt Schluckauf. Schnucklet. Kini, Blimi. So, jetzt hau ich noch eine und dann bin ich am Start. Wie lange macht ihr heute überhaupt? Hat Kevin auch Urlaub? Bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter. Ich mache bis 10. Kevin hat auch Urlaub, ja. Was mache ich denn allein im Urlaub? Ja, ich hätte heute eigentlich auch frei gehabt, aber mein Kollege ist krank gewesen. Der kommt morgen erst wieder. Durfte ich heute einspringen. Du warst auch letztes Mal krank? Mhm. Er hat ja nicht reklamiert. Ja, das ist bei uns auf Arbeiten geben und nehmen. Da springt jeder mal für jeden ein. Und wann machst du krank wieder? Nächstes Jahr. Ich habe Ende Dezember Urlaub. Da lohnt sich das Krankmachen nicht mehr. Zum Verlängern. Ja. Ja, das heißt dann zocken bis zum Abwinken. Heiligabend bin ich bei meiner Mutti unten. Und dann nächsten Tag oder am selben Abend, je nachdem, ob ich noch habe oder nicht, wieder hoch und dann weiter zocken. Von was redest du? Weihnachten? Ja. Oh Gott, ich hasse Weihnachten. Weihnachtsmann. Ich war jetzt seit ein paar Jahren Heiligabend nicht mehr unten. Habe ich gesagt, dass ich dieses Jahr mal wieder runterkomme. Ich weiß nur noch nicht, ob ich mit Auto fahre oder mit Zug. Hm. Je nachdem, weil meine Chefin will das Trinkgeld, was wir haben, will sie zwischen uns allen aufteilen. Statt einer Weihnachtsfeier zu machen. Und wenn da genug rauskommt, hole ich mir dafür ein Auto und dann fahre ich damit runter. Reißend. Wir sollten eine Weihnachtsfeier haben. Ich habe eine Mail gekriegt. Ich habe innerhalb von 3 Sekunden auf Nein gedrückt. Komm, Weihnachtsstimmung. Ja, in der Firma hätte ich auch einen Bock. Ist hier gut, Beppo? Ich hab Weihnachtsstimmung, wenn die nicht da sind. Wo du hinschießt, oder meine nächste Kugel trifft deinen Kopf. No, no. Heilige Scheiße! Ja, wie deine Mom, ne? Schießt du dich dahin? Na? Wie? Nee! Beppo, du hast mich übelst erschreckt, Mann. Ich hatte 2 Gegner vor mir, die haben nicht auf mich geschaut und dann lädt er mitten im Schuss nach. Jetzt hab ich 25! Jalla!
Jala. Stehe unter Beschuss. Gib mir deinen Augenblick, Idiot. Pass auf, wo du hinschießt. Ja, Doppelabschuss. Deinen Kopf. Nee. Ich muss mich verstecken. Ich hasse mein Leben. Betäubungsgranate geworfen. Ich muss sagen, ich bin in diesem Call of Duty richtig scheiße, um Blendgranaten zu schmeißen. Wechselmagazin. Wenn ich 30 Kills habe, dann fange ich nicht mehr rein. So viel habe ich noch nie gemacht. So werde ich nicht sterben. Ja, absolut fame, viele. Du hast nicht eine von meinen Monstern genommen, oder? Ich hasse das Wort mal, meins, dein. Achtung! Ich hasse es. Idiot! Augen auf beim Feuer! Das ist aber meine. Ja, sowas gibt's nicht. Tut mir leid, aber sowas gibt's überhaupt nicht. Okay, das heißt, du nimmst auch meine Medikamente? Ja. Wie bitte? Das heißt, du nimmst auch meine Medikamente? Wenn man sie braucht. Achso. Es wird alles geteilt. Teilen macht Spaß. Ja, keine Ahnung. Ich seh's so. Ich hab 30 Kills! Okay. Ich bin die. Guck dir das an, Karin. Guck dir das an. Guck dir Wechsle das an. Magazin. Ich hab noch nie so viele Kills gehabt. Und ich hab Goldtarnung freigeschaltet. Goldtarnung auch noch. Da. Mit der nächsten Sniper oder was? Ja. Welche? Da hat nämlich Langbogen, Alter. Chill deinen Nippel, dann sag ich's dir. Imperium. Sehr schön. Und ich bin Level 55, jetzt habe ich auch nichts mehr zu tun. Unter Beschuss! Also die Imperium ist jetzt Gold. Die Cut ist Gold. Die hier müsste auch Gold sein. Die hier ist auch Gold. Was muss ich jetzt noch machen? Noch? Welche soll ich als nächstes machen? Langbogen. Ja. Ja, die Langbogen ist sehr, sehr schwierig. Also die ist leider nicht immer One-Shot, ne? Das musst du bedenken. Hardcore-Modus, ja. Ein Hardcore-Modus, ja, aber... Pass auf, wo du hinschießt. Meine nächste Kugel trifft deinen Kopf. Schwierig gesehen. Ich hab noch andere. Welche hast du denn noch? Die Langbogen, die KV-Inhibitor. Ja, die ist One-Shot, ja. Muss man. Signal 50. Victus. Boah, wow, Victus ist eigentlich auch eine gute. Karek, LAB 330 und SPX 80. SPX 80, die ist einfach. Soll ich die machen? Die ist echt einfach, die ist echt einfach. Betäubungsgranate geworfen! Bestätigt. Achtung! Warum ist die Basis gesperrt? Muss ich die noch freischalten?
Du ekliger Hund. Du ekliger Hund, du bist ein Peach, Mann, du Elender. Nee, was killst du mich, du Wichse? Wen redet der? Mit seinen Freunden. Idiot! Augen auf beim Feuer! Er labert immer so eine Scheiße. Werfe Betäubungsgranate! Ich hab keinen Fang mit dir, Kevin. Musst du den armen Kerl immer mobben? Mobb den Kevin nicht, der arme Junge. Immer Kevin allein zu Hause, immer diese Mann! Schimmel. Oh, noch dreimal Doppelabschuss, dann bin ich fertig hier mit. Ja, die Holger, Mann, Alter. Die, glaub ich, meine Mainwaffe, Mann, die ist übertrieben. Hat 60 Schuss, die geht schnell ins Visier rein. Traumhaft, die Waffe. Ich habe eine Frage. Ja. Ja, bitte. Weiß jemand von euch, was die SAB-50 ist? Das ist eine DMR. Und die LAB-330? Das ist auch eine DMR. Weil ich sehr viel noch freischalten muss, um überhaupt meine Scharfschützengewehre weiter zu leveln. Die meisten sind noch gesperrt. Ne, da macht die KV. Da ist auch die Basis gesperrt. Ja, das muss ich nicht freigeschalten. Macht doch für die entsprechenden Waffen die Dailies. Kontakt! Hm? Warte ich schon mal selbst. Wir nehmen Alpha ein. Stehe unter direktem Beschuss! Also die Cut hast du auf Gold, hast du gesagt, ja? Mhm. Langbogen kannst du nicht machen, oder hast du sie? Doch, den habe ich schon freigeschaltet. Aber die ist schwierig, die ist leider nicht immer One-Shot, da müsstest du echt Hardcore spielen. Die ist nicht immer One-Shot. Die MCPR 300, die ist One-Shot. Ja. Die Signal 50 ist auch One-Shot, aber die ist verdammt schwierig. Ja, das ist aber MB2-Waffen, ne? Ja, dann du kannst mir das noch 100 Mal sagen, aber trotzdem. Okay. Dann die Victus, die ist auch super, die ist One-Shot. Die ist gesperrt. Die FX Imperium, die hat auf Gold. Was ist mit der Carver 900, 300? Die kann ich spielen.
Die ist eigentlich auch One-Shot, die ist auch einfach, da kannst du auch sprayen. Und die Lab 300 gesperrt. 30. Und die SPX 8. Auch gesperrt. Sie feuern auf mich! Ja, dann macht die Karak. Die ist One-Shot. Was macht der Victus? Die Haus ist gesperrt noch, oder? Aber wenn du du hast doch bestimmt einen Bauplan für den. Denkst du, ich habe eine Ahnung, wo man diesen Bauplan findet? Indem du zum Beispiel auf dieser Waffe klickst und dann werden dir doch Waffen vorgeschlagen, ne? Ja. Welche Waffe meinst du jetzt? Egal, generell. Wenn du einen Waffenbauplan hast, dann kannst du dir doch. Ich dachte, dich aussuchen. Also schau, ich zeig's dir, wartet nochmal bei mir. Aber mein Schatz, die Basis ist trotzdem gesperrt. Ja, drück mal Viereck, dann kannst du den Bauplan auswählen. Wenn du auf der Waffe bist. Du musst nur darauf achten, ob du da irgendwie so Kärtchen im Hintergrund hast quasi. Zum Beispiel jetzt angenommen, die MCP, ja? Ja. Klickst du drauf und da ist ein Bauplan. Zum Beispiel. Ja. Zum Beispiel die Signal 50, ich habe auch einen Bauplan. Die Victus habe ich auch Baupläne. Signal 50 habe ich auch einen Bauplan. Da würde ich dir den empfehlen, weil die ist ja echt One-Shot. Karak. Die ist eigentlich auch sehr einfach. Die ist einfach. Da habe ich auch einen Bauplan. Die ist auch wunderschön. Die sind bei dir gesperrt. Aber da habe ich auch vorbei Baupläne dafür. Die ist schön, Mann. Crash Bandicoot. Die ist echt geil. Die ist echt geil, Mann. Ich habe die eine von der Hexe. Also, was soll ich jetzt spielen? Entweder die Signal 50 oder die Karak. Das ist einfach. Die Karak. Aber du hast doch einen Bauplan von der, oder? Ja. Dann spiel mit dem Bauplan. Das erste, wenn sie bei dir nach Level 0 ist. Level 1 ist sie, bitte. Ja, ja. Und da ist sogar noch 100 COG wie sie drauf. Perfekt. Genau perfekt, exakt für dich. Ich schwöre dir, da ist sogar der MBC drauf. Verdammter Bastard! Die geht aber echt ab, die Sniper. Die ist gut. Aber schau mal, wie schnell du reinschießen kannst. Pass auf. Ja. Die wird schnell gehen. Betäubungsgranate geworfen! Ich muss mich eh daran gewöhnen. Ein Verschuss! Packst du. Locker easy. Ja, bitte Aufklärungsüberflug. Natürlich, ich habe jetzt so viel Zeit wie du. Ich will jetzt bei dir alles auf Deutsch. Wenn ich keinen Bock mehr hab, wenn, da, wenn du alles hast, dann kriegst du den Ring. Stehe unter direktem Beschuss. Echt? Oh mein Gott. Wenn du das jetzt hast, kriegst du den Ring. Dann bist du die perfekte COD-Frau. Okay. Die perfekte COD-Frau. Deal, gib mir deine Hand. Komm. Deal, gib mir deine Hand. Wir haben zwei Zeugen. Deal, Bibi, ich schwör's dir. Deal. Sehr, sehr schwer. Beppo hat es im Stream. Verdammter Bastard. Ich werd jetzt so da reinhasseln, Mann. Ich geh nicht mehr schlafen. Scheiß Heli. Na, jetzt läuft Beppo Stream. Ja. Da kommt eine Runde. Ja, alles. Alle. Das wird Wahnsinn. Das wird hart.
Geschütze alle. Alle. Alle Waffen. Aber ja. du hast einen unfairen Vorteil, weil ihr habt das schon bei MW2 gemacht und ich wusste gar nicht, dass das geht, weil mir das niemand gemacht hat. Bei 1v3 wird's hart. 3 wird's echt hart. Ich krieg sowieso einen, deswegen. Früher oder später. Betäubungsgranate geworfen! Gebt ihr Rückendeckung! Gucken wir jetzt mal, wie ich klarkomme mit der Waffe. Junge, stirb doch einfach. Jetzt hatte ich den ersten erwischt. Ist eine Schmutzwaffe. Kann ich jetzt schon sagen. Hinter dir! Werfe eine Betäubungsgranate! Feinde besetzen alle Zielobjekte. Wir müssen sie zurückholen. Feindbeschuss! Zielobjekt Alpha wird gesichert. Wir werden schwer getroffen. Hab für Ruhe gesorgt. Feindliche Drohne aktiv. Danke sehr. Mission gescheitert. Der Junge hat mir echt den Arsch gerettet gerade. Nimm ein. Komm on, Junge, beschütze mich. Und Pepper, wie läuft's bei dir? Gut, ich glaube, mir fehlt nur noch ein Doppelabschuss. Ich bin gerade dabei, alle NMGs auf Titan. Einer habe ich schon auf Titan, jetzt kommt die zweite. Dann muss ich alle MPs auf Titan machen. Wo steht der Hurensohn? Ja, noch ein Doppelabschuss und dann zwei Abschüsse kurz nach dem Sprinten in einem Nebel. Die muss die Fehler kennenlernen. Leute, wir waren gut. Wo seid ihr? Ja. Ich bin sein Sohn. Sprich, Kevin, denn. Ich hab keinen Plan. Ich hab gelernt, innerhalb von 6 Jahren ihn auf stumm zu schalten. Hat er einen Schalter? Ich hab einen Schalter im Kopf. Ich muss es ihn für Weihnachten sehen. Mir ist immer sehr angetrunken mit meinem Papa. Sagen wir so, der Eierlikör ist immer da. Der alkoholfreien von Lüxli. Die beiden, das ist wirklich, das ist ein Bild für die Götter. Ich weiß nicht, wer schlimmer ist. Titanrüstung ist da, sehr gut. Die nächste. Warum nimmt niemand C ein? Leute, Leute, was ist los? Hast du echt eine Simtex auf mich?
Mist, der hat mich schon weitem gesehen. Hör auf mit deiner scheiß Granate! Penner. Ich nehme mal ein. Nein, ich nehme mal nicht mehr ein. Jawohl, Titan ist da. Und der nächsten. Nein, das wäre ein Doppelabschuss gewesen. Der Korbitz hart, Mann. Hast du Brandmunition drauf? Nee. Sollte ich aber drauf machen. Habe ich noch nicht freigeschaltet. Betäubungsgranate geworfen! Stellung wurde verlegt. Diese Waffe ist Schmutz, Baby. Diese Waffe ist einfach nur Schmutz. Gewinnungswaffe. Ich mag die echt nicht. Schmutzwaffe. Ja, dann machen die Signal 5. Ne, ich muss ja eh alle machen. Es geht hier um meinen Ring, hallo? Alle, hä? Alle Waffen. Ja, aber dann muss ich sie ja eh machen. Alle. Spätestens bei dem mehr, wo du Headshots machen musst, gibst du auf. Du hast nicht gesagt, dass ich die Waffen alle leveln muss. So, wer macht's dann für dich? Ich finde schon jemanden. Sogar wenn ich jemanden bezahlen muss. Ich finde jemanden. Ich sehe schon kommen, Alter. eBay. 80 Euro im Blätter. Einer macht innerhalb von einem Tag, Alter. Würde ich machen. Marcel? Nein. Nein. Nicht für 80 Euro. 100? Meine Waffen selber gewesen. Was ist denn für 100 Euro? Eine Betäubungsgranate. Digga, diese Aussie Pop, Mann. Ich müsste mich ja fragen. Ich glaub, keiner will das damit einfach schon. Der wird's auch für 20 machen, glaube ich. Hm? Der wird's auch für 20 machen. Der würde es auch umsonst machen. Das kann auch sein. Ich würde einfach ganz nett fragen. Manchmal, wenn man nett fragt, bringt das schon was. Was Tintenbonus? Geht alles. Ich habe keine. Ich weiß nicht, was du redest, weil ich habe keine. Du kannst es dann mit Wassermelonen zerschmettern. Oh, hör auf! Wir hatten dieses Thema schon. Was? Von zerschmettern? Ja, du hast es schon mal gesagt und da habe ich dir auch schon gesagt, du sollst damit aufhören. Erinnerst du dich? Ich weiß nicht mal, was ich gestern gegessen habe. Als ob, Alter. Dass wir geredet haben. Okay. Dann wird das mit der Wette auch vergessen. Nein, mit der Wette weiß ich. Wie lange? Bis morgen. Morgen. Morgen hat er es vergessen. Ich weiß nicht, morgen sagt er was? Wie? Hab ich nie gesagt. Nein, sie wird wahrscheinlich. Sie wird einen Hacker organisieren, aber. Du sollst das machen. Keine Ahnung. Das haben wir nicht ausgemacht. Ich wünsche dir schon mal viel Spaß beim Schild und beim Messer auf Gold. Zählt ja auch als Waffe. Nee. Das mache ich nicht. So gemein bin ich nicht. Okay, dann halt alle. Die zwei Sachen, die lasse ich bei ihr auf.
Dann Raketenwerfer und Pistolen. Pistolen, da wird's ein Problem. DMRs, Mann, also DMRs habe ich sogar selber Schwierigkeiten. Easy. Ich krieg ihn so, deswegen. Ich krieg ihn sowieso. Früher oder später krieg ich ihn. Die macht das schon. Nein! Ich hab Kegeln, Leute. Vergesst nicht diese Waffe. Das Kio. Vergesst nie Kegeln. Kegeln ist die geheime. Kegeln ist die geheime Waffe. Ich hab mir das immer. Ich muss alle Waffen auf Gold machen. Glaubst du, Kegeln macht das für mich? Ja. Ja, dann hab ich die Wette gewonnen. Kegeln hat macht immer das für sich selbst. Warum so? Natürlich, Kegeln hat ja fast alles auf Gold. Hm? Kegeln hat schon fast alles auf Gold. Unterschätzt Kegeln nicht. Ich unterschätze niemanden. Was, Kevin? Kegeln hat auch keine Arbeit. Kegeln hat auch kein Leben. Aber ich frag Kegeln echt im Sinn. Ah, du bist so ein Lappen, weil du kein Aim hast, schießt Granat. Sie feuern auf mich! Scharfschütze ausgeschaltet, muss nachladen! Geht der Weihnachtsmarkt auf? Und ich werde nicht einmal dahin gehen. Oder bitte gehst du dahin? Wo? Die Waffe habe ich auch, Platin, die nächste. Wo soll ich hier gehen? Krishmat. Krishmat werde ich gehen, aber Blitling. Ich muss in der Stadt gehen. Ich werde nur Wein saufen. Halt auf Dina, du Wichser! Oh ja sicher, scheiß Franzose. Ey, Beppo, bitte. Ich hab eine brutale Runde gerade. Das ist 2 Kills. Schau's dir mal an, Alter. Unten links siehst du nur meinen Namen. Warum schreist du denn so? Schau's dir an, Alter! Ich bin gerade in den Game rein. Schreist mich an, dann guck ich nicht. Kein Beschuss! Schau's dir mal an, Alter. Die denken, ich hacke. Die hacken. Die denken, ich hacke. Aus dem Weg. Also. Weißt du, was ich vermisse, was sie vergessen haben einzubauen? Was? Weißt du noch diese Missionen, wo du EP bekommen hast, wo du zum Beispiel
Mit den Meilen. Zum Beispiel leg mit dieser Waffe so viel Meilen. So. Weißt du die noch? Stimmt, ja, doch, doch. Oder leg 500 Meter Meilen oder 1000, keine Ahnung. Hey, na hallo. Das war wegen, glaube ich, wegen Ding. Marathon, glaube ich. Bin mir jetzt gerade nicht sicher. Sorry, Nello, ich hab deine Nachricht wieder absolut verpasst. Entschuldigung, ich auch. Beppo, du musst viel öfter in den Chat gucken. Ja, ich hab dich auch letztes Mal verpasst. Er hat ja mich eigentlich, aber ich hab dieses Mal auch nicht aufgepasst. Entschuldigung. Gestern habe ich gesehen, bei Max, ne? Max hat mich jetzt auch einfach als Mod eingesetzt. Siehste, du bist überall Mod. Aber er hat dich bestimmt auch als Mod eingesetzt, bin ich mir fast sicher. Kann gut sein. Oh, ich habe gleich Gold, nur noch zweimal zwei Kills im Rutschen. Ohne zu sterben. Ich hab 8 Stück in Chor gemacht, das ist geil. Was hast du? Für die Goldtarnung musst du ja zweimal kurz nach dem Rutschen 2 Kills machen in einem Leben. Mit und was? Mit der Pumpe. Mit dem Rutschen 2 Kills? Du rutschst, du machst einen Kill und du musst nochmal das gleiche machen in einem Leben. Alter. Was und ist das für eine Tarnung? Für die Gold bei den Pumpen. Ah, du Scheiße. Ich dachte, Ding, Doppelabschüsse Gold. Doppelabschuss, nee, Doppelabschuss ist für die 4. Tarnung. Beim Laufen? Doppelabschüsse im Laufen, das ist für die Unbezahlbare. Was war bei dem erst nochmal? Weil ich fange jetzt damit gleich an mit dem DMRs. Kann ich das überhaupt noch lesen? Ich habe ja die Tarnung. Ah doch, das steht noch. 50 Abschüsse, 50 Kopfschüsse, 10 Abschüsse ohne Aufsätze und 15 mal 2 Abschüsse ohne zu sterben. Ja, okay, und Goldtarnung ist 10 Abschüsse mit einem Laseraufsatz. Locker easy, kriegen wir hin. Das Einzige, was halt dauert, sind die 50 Kopfschüsse. Kopfschüsse, naja. Das hat mir am meisten Zeit genommen, aber sonst der Rest war einfach. Und 50 Kopfschüsse sind auch nicht schwer, es ist halt einfach, muss halt gute Spots haben. Was wäre sehr gut. Damit ziehe ich mir die Goldtarnung. Die Leute sind rausgegangen wegen mir. Das ist kein Spaß, man. Die Leute sind wirklich wegen mir rausgegangen. Die können dich nicht leiden. Schaust du mal an, 57 Kills habe ich jetzt. Wir waren ganz hinten. Wir hatten 30 Punkte. Jetzt sind wir gleich. Wir haben gut aufgeholt. Du ekliger. Kämpft er dort mit der Claymore? Was kämmt der denn schon da?
Junge, du bist ein hässlicher Jude, Mann. Weißt du das, Mann, Alter? Wir können auch aufholen, da holt nicht. Jawohl. Hab ich noch bekommen. Einer weniger. Und das war einmal. Komm, wir können noch aufhören. Betäubungsgranate. Achtung. Jawohl, wir haben aufgeholt. 63 Kills da. So macht man's. Nee. Genau so, nicht anders, Alter. Boah, Junge. Ah, oh, Goldtarnung. Geil. Vordere Aufklärungsüberflug an. Oh, ist sie automatisch? Ah, geil, die letzte Pumpe ist automatisch. Betäubungsgranate, aufpassen! Achtung! Das wird Spaß machen. Ausgeschaltet. Mist. Hast du gerade die letzte Pumpe, oder? Ja, die ist vollautomatisch, die ist geil. Kontakt. Mist. Ich hab Laser noch gesehen. Dann liegt er da. Kleine Schlampe. Betäubungsgranate geworfen. Granate, weg! Easy. Das Feld gesichert. Die Mission ist erfüllt. Ja.
macht er wieder. Wow. Stellung kompromittiert. Den Bereich sichern. Mist. Wir haben die Führung übernommen. Ziel am Boden. Ja, herausgefordert. Betäubungsgranate! Nee, da liegt er auch da auf dem Boden wie eine Schlampe. Fordere Aufklärungsüberflug an. Ja, das habe ich praktisch und immer. Dann steht noch einer unten. Die Stellung wird verlegt. Bereithalten. Verbündete Drohne im Einsatz. Stellung wurde verlegt. Zielgebiet verbündeter Vitol im Anflug. Beppo, hier steht bei mir, die Titan erreiche 25 Abschüsse mit einem Unterlaufaufsatz, egal mit welchen. Normalerweise, ja. Weil Unterlauf verstehe ich unter Granatenwerfer, Shotgun-Aufsatz oder was weiß ich was. Ja. Also, was sagst du? Normalerweise alle, in meinen Augen. Zeug hier. Es kommt ja von uns.
voll hoch konzentriert. Sie wollen unbedingt jetzt so schnell wie möglich alle Waffen auf Gold. Hat mich schwer erwischt. Schön. Betäubungsgranate geworfen. Ich muss nachladen. Es. Du legst dich nicht nochmal mit meinen Freunden an! Also die letzte Pumpe, die macht richtig Spuck. Einen abgemurkst! Lade nach! Beppo? Ja. Nello hat dir wieder geschrieben. Ist ja fast durch, Beppo. Nur nicht gerade. Danach kommen noch LMGs, Sturmgewehre, Kampfgewehre und MPs. Dann noch die Secondaries. Beim Messer muss man, glaube ich, nicht machen, oder? Doch, Messer auch, aber Messer ist keine Herausforderung. Also ich hatte mir die Pumpen schlimmer vorgestellt. Die Teile sind ziemlich gut gegangen. Da werde ich mal leid tun mit den Pumpen. Streng gesehen war die erste eigentlich die schwierigste. Die Stellung wird verlegt. Bereithalten. Feindkontakt. Ach, Digga, im Sprachchat schon wieder nur Kamelficker unterwegs, ey. Stellung wurde verlegt. Halle Hasala. So ungefähr, ja. Noch dieses gefehlt. Das heißt nicht mehr so viel. Ja, ich habe heute meine Schwester genommen. Genau, so ungefähr. Mist! Hemmt der da an der Ecke? Wir schlagen sie in die Flucht. Weiter so. Zielgebiet aktualisiert. Zur Stellung begeben. Setz dich, du Spaten! Verbündete Aerosolbomben im Angriff. Ah, Teammate, du Stück Scheiße. Okay, 24 Kills. Das ist, sind noch die Pumpe, Nello. Ist die letzte.
Sie spielen. Effektivere Schritte definieren. Wie in meinem Stream läuft ein Lied. Welches Stream? Anton aus Tirol. Bei dir? Ja. Bist du live? Nein, ich höre mir gerade einen Stream an. Und der hört gerade Anton aus Tirol, aber seit du mir das geschickt hast, höre ich immer nur Anton. Kevin. Du weißt nicht, wie oft er das macht an so richtig falschen Momenten. Anton. Ja. Kevin, komm nochmal, Anton. Mach nochmal Anton. Original einfach. Oh, Freddy, Mann. Du stick for real. Ich bin da Anton aus Tirol. Er ist ein bisschen aufgedrehter, also ich habe nachher viel Arbeit, um das wieder runterzukriegen. Zu weniger Energy trinken. Energieverbot. Kevin, ja. Du musst weniger Zucker trinken, ja? Warte ich. Du bist ein bisschen aufgedreht. Ob Corona? Ja, er spielt mit Dylan und so, weißt du? Ich hab echt. Ich mach mir die Kuh. Ich hab echt Angst manchmal. Also. Ich kann mich nicht konzentrieren! Ich kann mich nicht konzentrieren! Ich muss den Scheiß hier auf Gold machen! Komm, machen wir noch ein Match und dann gehen wir pennen. Sieg gerade erst 10 geworden. Ihr müsst es mal sehen, manchmal sind wir irgendwo und dann hat er seine 5 Minuten und dann macht er. So richtiger originaler Virus. Ich sage mal zu meiner Mom, das ist sein Autist. Er kann nicht. Er hat einen autistischen Schaden. Ja, definitiv. Normal ist er nicht. Ja, er ist. Boah, ich kann verstehen. Den armen Nützling Leia am Delis gemacht. Ja, er hätte ja woanders hingehen können, aber der Herr war zu faul. Du kannst nicht mehr Müll gehen. Ja, aber manchmal haut er diese Geräusche raus und ich denke mir so: Was? Ich denke, 1000 Punkte. Ich vergesse. Oh, kämpfst du immer noch hier? Hardcore-Abschuss bestätigt. Feinde neutralisiert. Marken nehmen. Gewinnen. Simpel. Oh, ich hab voll den Schlager hier gerade gefunden. Oh, sehr nice. So, die letzte Pumpe voll auf Stabi und auf Weitreiche. Und das Ding ist wie ein Sturmgewehr. Voll auf Stabi. Ja. Stabilität. Könnten wir jetzt hier schon so YOLO ab?
YOLO BOLO. Stirb! Danke sehr. Letztens hat er das Geräusch auch bei meinen Eltern gemacht, ne? Das war auch so ganz toll. Ich hab eine Uhr auf meine Waffe gemacht, die macht jetzt so Katzengeräusche. Ja, ich hab die auch. Die Tarnung ist so gut auszufinden. Ach, Nello, du musst doch irgendwas mit dem Spiel zu tun haben, deswegen grinden wir so rein. Und ich hab eine Wette laufen. So macht das Spiel auch viel mehr Spaß. Dann weinst du nicht auf die Siege, sondern dann hast du ein wahres Ziel und die mach Waffen das. Sehen gut aus. Mach das, mach. Ja, ich wusste es. Ich mach wenigstens nur die Bewegung mit der Nase, aber er macht immer dieses. Mist, da war noch einer. Weißt du, wie er klingt? Weißt du, wie er klingt? Wie ein brünstiger Hirsch. Oder ein Elch. Stehe unter direktem Beschuss. Weiß doch, dass du Snoop Dogg hast. Oh Gott, ich bin jetzt schützen. Verbündete Drohne im Einsatz. Verbündete Drohne online. Oh, Junge. Du bist damit. Ich helfe dir zu gewinnen und du traust mir ein. Geht's ihm gut, Mann, dem Bo? Definitiv nicht. Anscheinend nicht. Du hast es ja herausgefordert, du Penner. Mist. Am besten kein Laservisier einschalten. Ich glaube, der hatte zu viel Monster. Boah, ich hätte die drei nehmen können, hätte ich nicht beim ersten veraimt. Von diesen Ärschen. Gleich.
Bibi, willst du Nicknacks? Nein, danke. Da haben mich die Dinger gar nicht mehr zu essen. Soll ich dir mal, ich mach sie noch mal vor, guck. Ist das laut? Nochmal? Ist das laut? Aber ist es so laut? Ja. Ja. Aber Bibi meint ja nein. Naja, wenn man dich in Discord vernünftig mit der Lautstärke regelt, dann ist das nicht laut, ne? Ihr seid bei mir zum Beispiel alle auf 80%, also. Echt? Ja. Beppo ist auf 100. Ja, Beppo ist bei mir auch auf 100, weil er immer so leise ist. Ich bin leise. Ja, ich hab halt ein gutes Mikro. Bibi schreit immer rein. Ja. Wer schreit immer? Du, Bibi. Wo schreie ich denn? Ins Mikro. Übrigens, diese Melodic Rose, oder wie die heißt? Mhm. Die hat mich gestern geraidet. Ich weiß. Cyber und ich haben zugeguckt. Ja. Voll erschrocken, ey. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich einfach mal zwei Raid Alerts übereinander hab. Weil ich das von, ja, weil das, von Stream Elements und von Stream Streamlab. Ne, von Sound Alerts und von Stream Elements habe ich beides dasselbe Raid Alert drin. Ja, und da habe ich bei Stream Elements heute das erstmal rausgenommen. Ja. Übelst erschrocken, aber warum kommt diese Metal-Musik da, was ich da eingestellt habe, weißt du? So, dann für heute reicht es für mich. Ja, Bruder, darf ich da was sagen? Marcel, ohne dass du sauer wirst. Mach doch, du kannst mir alles sagen. Wie scheiße. Zum Beispiel diesen Text, was du bei dir gemacht hast mit dem Lurk, finde ich irgendwie voll assinnig. Was, assi? Schwachsinnig. Ja. Warum? Nur ganz nebenbei, damit Beppo schlafen gehen kann. Beppo, also, du musst mit der Monster auffallen vor dem Schlafen. Ja. Yeah. Denn Lurk muss nicht unbedingt heißen, dass dein, also klar, du kannst ihn auch unten stummen. Ich kann dir auch die Seite zeigen. Ja. Du musst ja nicht unbedingt das Tab, den Tab muten. Du kannst auch im Media Player das machen. Ansonsten kannst du auch 1% unterstellen. Funktioniert auch. Ja. Ja, das geht auch, ja klar. Aber mir ist aufgefallen, die meisten, die gelurkt haben, die waren nach einer gewissen Zeit raus aus der Liste. Ja, das ist immer so, das ist immer so. Madbit zum Beispiel, der war gestern auch drin, der war den kompletten Stream im Lurk. Ja. Der war von Anfang bis Ende in der Liste. Ja, der ist im Lurk, der wird als Benutzer angezeigt, aber der zählt aber nicht als Zuschauer. Das darfst du nicht vergessen. Um den Zuschauer zu durchzuzählen, muss man mindestens 5 Sätze reingeschieben haben. Ja, das hat er ja. Ich guck mal kurz auf mein Dings. Also ich hatte Durchschnittszuschauer von 3, Max Zuschauer 17. Beppo will schlafen gehen, Leute. Lieber Nello, wünsche dir eine schöne Nacht und man sieht sich. Du musst aufhören mit dem Energy vom Schlafen gehen. Ja, ich weiß. Wenn ich immer lurke, mache ich das immer mit 1%, also im Media Player. Ja.